Herzlich willkommen zurück hier bei Deus Ex Human Revolution. Wir treffen uns jetzt mit Mr. X. Oh, da ging kurz mein Steam-Menü auf. Sorry. Und weiter geht's. Na komm, brauchst noch nicht so lange laden. Hier, meint er links irgendwie da ums Eck, unten. Links die Treppe runter. Ah, da steht er schon. Mr. X. Ja. Ja, jetzt habe ich ihm einfach 1000 Credits abgegeben. Weißt du, wir haben 4110 Credits. Nur nicht eben mehr. Na egal. Und wir brauchen 5000 für ein verdammtes Praxiskit. So. Okay, hier haben wir die Unterlagen. Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Da gehört, was ihr in Frühstadt in der Schwangerschaft vermuten ließ. Ach, du Heiland. Ja. Yep. Aber klar. Dieses Apartment finden, Alter, was kann man denn hier alles hacken, bitte? Bringt das überhaupt was? Ah, sie ist der Zugriff gewährt. Oh, Alter. So, genug Zeit für alles hier. Jawohl. Ja, öffne den Safe. Revolver-Munition. Kann man verkaufen, wir haben ja jetzt ein bisschen Platz. Aber ich glaube, nicht jeder hat so ein Safe. Granatgewehr. Also ich wette, nicht jeder hat so ein Ding. Aber warum sollten wir alles jetzt untersuchen? Obwohl, es sind auch nur 4 Stück, ne? Wisst ihr was, die hacken wir jetzt gerade mal. Wenn wir da halt Sachen finden, die gut sind, Mann.
So. Ups. Den Stopp-Virus wollte ich da gar nicht einsetzen. Wie schon gesagt, hier gibt es nicht immer alles. Credit Chip. 1310 haben wir. Ja. Kleine Belohnung gibt es anscheinend immer. So. Irgendwie bräuchte man so Tastenkürzel, wenn man wo draufklickt hier, Alter. So, den wollte ich noch haben. Danke. Super. Munitionskiste, Taifun-Munition kann man sich auch gut verkaufen. Sonst ist hier nichts. Wird ja immer schlechter, ey. So, und der letzte. Auf geht's. Zack, 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 zack. Nein! Oh, gut, ein Nuke-Virus bekommen. So, EP, was ist das? Armbrustbolzen, Alter. Oh, doch noch ein Safe. Armbrustbolzen, eine Armbrust wäre auch nice. Das ist auch ein leiser Kill, ne? So. Zack! Noch ein Nuke-Virus, sehr nice. Credit Chip. Naja, war jetzt nicht so schlimm. Die Ausbeute. 4718 Credits haben wir. Das heißt, wir können uns bald ein Dings leisten. Ja, ne. Können wir ja alles mittlerweile mitnehmen und verkaufen. Das ist ja ganz praktisch, dadurch, dass wir jetzt etwas mehr Platz haben im Inventar. Mal gucken hier. Ja, und da ein paar Sachen verkaufen. Könnte das echt gut sein. Bräuchte man nur einen gescheiten Händler. Aha, Prostituierte, nein, danke, will ich nicht mitreden. Okay, hier müssen wir lang. Nicht, dass ich jetzt wieder falsch laufe. Dass die immer alle so weit auseinander sein müssen, diese ganzen Leute, ey. Katastrophe. Sag ich euch. Aber naja, so ist das halt. So. Oh. Er wohnt ja hier direkt. Hier vielleicht Credit Chip. Bam, 4805. Da kommen wir über das Dach. Man könnte hier in Apartments einbrechen, wenn man wollte. Was? Okay, so viele Apartments sind hier nicht. Aber wie gut, dass hier alles so verbunden ist, ey. So, wollen wir das Ganze mal hacken? Schwierigkeit 3. So, komm. Jawohl, das kriegen wir aber hin. Stoppwurm gekriegt, sehr nice. So. Wir haben hier einen Kühlschrank, den wir bewegen könnten. Hier irgendwas, was Wertvolles. Ein schöner Fernseher. Nicht vorhanden.
Okay, hier könnte man sich verstecken. Hier ist ein Rechner, kann man irgendwie nicht benutzen. Master Player 69, Alter. Dich hacken wir. Erstmal spammen wir ihn ein bisschen zu. Ah, Stoppbomben haben wir gekriegt. Auch nett. So. Ihr könnt einmal Text lesen. Ali, bla bla bla, Vater. Falls ihr das lesen wollt, müsst ihr einfach mal zwischendurch pausieren. Dann könnt ihr es lesen. Mach uns keine Schande. Ah, das war ja die Antwort darauf. So, noch mehr zu finden. Oh ne, Wasser benutzen. Aber da. Oder? Ach, das Telefon. Nein. Na gut, die Mails hatten wir ja schon hier. Sachen benutzen, sonst ist ja hier echt nichts. Anscheinend ist hier immer noch was. Ja, ist schon die Frage, was? So. Oh, wir haben einen Praxispunkt erhalten. Batterie laden oder hacken. Oder Gewicht. Weil wir können ja auch nochmal hier mehr Gewicht tragen.
um mehr Sachen zu tragen, um mehr zu verkaufen, um uns vielleicht dann wieder Praxiskits zu leisten. Oder Hacken übernehmen, dass wir da auf alle Stufen zugreifen können. Wäre im Hive sinnvoll. Behalten wir erstmal das. Dann können wir auf alles hacken. Haben da nicht das Problem. Ich glaube, ich bin ins Falsche gegangen. Oder? Nee, scheint doch gar nicht so falsch zu sein. Wir stecken mal die Waffe weg. Im Nebenlager gibt es da sicher Credits. Reisender, nein. Voll. So. Auf geht's ins Hive. Mal wieder. So. Jawohl, wir sind wieder hier drinnen. Ihr sollt hoffentlich auch nicht mehr böse auf uns sein. Die finden, er wird wahrscheinlich oben sein. Das Lee. Omega. Alpha. Bestand, dass es sie ohne Drohung. Ja. Also erst die Fragen stellen und dann selber beantworten.
Zack. Alter! Er hat mit mir geredet! Lol. Mein Gott. Toll. Habe ich noch so ein Schnellwerfding? Nein. Ich möchte hier auch keinen riesen Geballer anfangen. Feldstufe 5. Ach komm, lad doch mal schneller. Jetzt können wir auch Bier und so sammeln, kann man sich ja auch richtig gut verkaufen, ey. Ja, jetzt halt sind sie endlich ruhig, Alter. Okay. Erstmal sammle ich euch jetzt hier die Flaschen ein. Weil bringt ja anscheinend Geld. So. Sollte ich vielleicht nicht reingehen? Oh. EDA. Null, vier, eins, fünf. Oh lol. Das war der Zugangscode da. Da steht hier noch irgendwo was rum. Hallo Sicherheitspersonal. Ich klaue hier gar nichts.
So, gehen wir gerade raus, damit wir sehen, was sie meint. Lad nochmal schneller, ich will das noch sehen. So. Jetzt sind wir da. Oh, ein Praxiskit. Geil. Ja. Tja, Murderer. So sieht's aus. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann, abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Bis dann, haut da rein!